Warte mal gucken, von wann wie bis wo wann. Jetzt kommen wir ja schon mal in den ersten Bereich, der ist schon halb zusammen. Ich hab jetzt hier mit. Das ist größer, hier ist sogar die Badewanne drin. Oh, Entschuldigung. Ich warte nicht. Und die hat hier meine Süßigkeiten gehabt. Die hat hier gelebt? Mach doch. auch. Und was Schlimmste ist eigentlich eher was anderes. Aber du wirst du denn sehen. Tote? Nee, Tote nicht. So, achso, wir sind übrigens in der neuen Location. Vom Kumpel von mir. Schöne Grüße gehen raus. Ist ein Mehrfamilienhaus. Ein riesengroßes Objekt. Wird vielleicht ein längeres Video. Ansonsten, wir gehen erstmal rein. Spannende Sachen. Ich hole euch wieder. Bis dann. Tschüss. Hätte schon den ersten Penner erwischt. Ah, hier noch schön die Briefkästen. Hier war mal der Hauseingang. Halt, Zeitung. Schade. Ich sehe leider kein Datum. Wieder Zeitung gelesen? Ja. Warte mal gucken. Von wann, wie bis wo, wann. Das ist hier unten eigentlich noch relativ unspektakulär. Also das. Das stinkt natürlich nach alt, extremst hier sogar. Naja, dann geht's ja noch. Warum ist, haben wir nicht schon mal jetzt mit Samen sagen? Ja, ich werde es dir dann sagen, wenn es soweit ist. Dann wirst du das merken. Hier steht kein Datum drauf, ey. Mann. Guten Tag. Ansonsten sind die irgendwie relativ gleich aufgebaut. Ja, ich gehe vor. Das sind irgendwo spektakulär. Noch. Früher haben die auf den Aufgängen ihre Klos gehabt. Bis sie umgebaut wurden, dass die Toiletten auch in der Wohnung sind. Mal jetzt kurz vor. Genau, es ist eher so ein, ja, entweder für die Putzfrau bzw. Der kleine Keller für den Mieter. Jetzt kommen wir ja schon mal in den ersten Bereich, der schon halb zusammenfällt. Oh, Scheiße. Schon nach alles? Ja, ja. Ja, er ist von da oben durchgesifft. Weil hier kannst du eigentlich, konntest du zumindest noch laufen. Sieg. Ja, ja, muss bloß aufpassen, ist echt weich. Ich überleg bloß gerade. Weich ist nicht mein Boden. Die Balken gehen so lang. Das heißt also, theoretischerweise müsste doch hier irgendwo ein Balken sein. Ich spüre keinen Balken. Alter, du bist kein Erdgeschoss. Naja, lieber vom ersten OG zum zweiten, zum ersten EG. Der Boden nicht mehr stabil geht? Ja, geht. Also mich hält er noch aus. Wenn es ein bisschen schräg ist, muss nicht halt in den Bereich gehen, ne? Okay. So. Und hier ist alles gut. Hoffe ich zumindest. Mal wieder eine Zeitung. Wie finden wir hier jemals diesmal ein Datum? Guck mal, 1993. Na, also sehr alte Zeitung. Krass. Hier ist eine. Wo ist die obligatorische Kammer? Genau. Also, hier ist noch ein obligatorischer zugenagelter Raum. Warum ist denn der zu? Das weiß ich auch nicht. Warte mal, da hebt ihr doch einen Trick. Bis gleich. Weiter geht's. Weiter geht's. Warte mal, hier war nämlich ein Bad. Oben sieht das Bad eigentlich noch interessanter aus. Aber ey, das ist.
Nee, das ist er nicht. Da geht der mal an hier. Noch Medikamente. Hier der Spiegelschrank. Und der Fluffy auf dem Klo. Geil, wieso? Ach, hier oben noch der Oberspülkasten. Hier standen eigentlich immer die Badewanne drin, aber hier sieht nicht aus, als hätte hier eine Badewanne gestanden. Also wir haben einen Einwegrasierer unter dem Fuß. Süß. Ich hab mich jetzt erschrocken, ich dachte jetzt hier mit dem alten Kopf hier an der Tür, ich komme da an die Tür, dachte, da steht einer gerade. Ein bisschen kurz erschrocken. Hier war, glaube ich, der Balkon noch relativ safe. Naja, aber der ist ja ein schön eingespinnwebt. Ja, sag ich, hier geht es nämlich relativ weit hoch. Also ist nicht so extrem. Bei den anderen Räumen, da ist natürlich ein bisschen heftiger. Mach mal die Tür wieder zu, wa? Hier sind mehrere Wohnungen. Bei wie viel werden wir das? Warm, kalt? Ich habe keine Ahnung. 2,50. 2,50? Ist nicht kalt? Ne, ist warm. Wie bitte? Oh, zu scheiße, ist das weich. Piep, piep, piep. Diese Sage, hier waren nämlich damals die Toiletten drin gewesen. Ist da schon ein Scheißhaus drin? Ja. Das war früher mal so gewesen. Hast du auf dem Flur hast du Klo gehabt, dann hast du dir pro Wohneinheit, pro Etage das Klo geteilt. Überleg mal, du hast... Hier abgespitzt bist, wie... Also bei mir gerade übelst hier wackelt, dass du dich da abgespitzt hast. Echt? Ja. Ja, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, das Ding. Na, alles, was nach vorne weg ist, ist eigentlich safe. Nur hinten weg nicht. Hey, hier ist noch Scheiße im Klo. Ich sag ja, hier wird ich, das ist mir irgendwie ein bisschen zu... Oh, sieht aber ganz safe aus, wa? Oh. Ja, der Dominik damals so gesagt hat, der hat da bestimmt innerlich Schild. Hat innerlich Schild, auf jeden Fall. So. Hier mal das Bad suchen, würde ich sagen. Dann hol ich euch mal gleich wieder, wa? Bis gleich. Also das Problem ist jetzt, bloß, genau, Spinnweben, ja. Oh, Giegel. Schwarzbad. Guck mal, das ist größer, hier ist sogar die Badewanne drin. Ja, das ist voller Spinnweben hier. Dann das Klo schön noch. Oh, das war noch ein Ablagefach gewesen oder so. Aber ganz ehrlich, wer kam an dieses Fenster da oben ran? Wer kam da oben an dieses Fenster ran? Die bösen, bösen Kinder. Nee, das ist bloß Dreck. Tja. Dann werden wir mal auf der anderen Seite gehen, würde ich sagen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt gehen wir mal auf der anderen Seite. Alter, kick dir mal, wie viele Kippen da rumliegen, Junge. Ja, was? Scheiße. Oh, eins kurz. Eine Ablagefläche. Wir sehen uns gleich wieder. So. Tino hat seinen Akku gewechselt. Jetzt geht's weiter. So, hier haben wir nochmal ein schönes Bad. Ach, guck mal, wie weit das Klo hier im Raum drin stand. Oder nee, das haben sie nach vorne geholt, wa? Oh, hat er unten nicht hier gestanden. Ja. Oh, Entschuldigung. Ich warte nicht. Ah, gib mir hier mit Schiebetür. Cool, cool. In der Wand laufende Schiebetür, so ja. Also, was wird denn das hier mal gewesen sein? Wird das hier die Küche gewesen sein? Wir sammeln haben und den Papa rausgemacht haben. Ah,
Siehst du, und da hat Dominik schon fast in den Kotzwing. Ja, guck mal, das ist noch richtig so wie Nebel über der Scheiße. Naja, schimmelt. Handy. Ach! Ein Siemens. Finde auch schon die Tasten. Siemens Alcatel Charge Easy. Ah ja, jetzt schon ein alter Fernseher noch, ne? Hier. Yo. Das ist das, was ich mal gemeint hab. Immer Spaß alle dabei, ne? Jo, voila! Kick it dir! Hier hat man richtig gehaust. Das Schlimme ist bloß. Obligatorisch wie immer. Schnaps! Und Gleitgel. Das hat er übersehen. Und oh. Okay. Aber Alter, gib mal voll der coolste Rucksack, Alter. Oh, passt auch zu deiner Jacke oder den Hosen. Na, was soll man damit? Technische und jede Menge. Okay, ich glaube, das braucht man jetzt nicht zu viel. Aber jetzt zieh dir doch mal rein. Der hat hier geschlafen. Ja. Und vermutlich da reingepinkelt. Und da hat er sein Müll hinterlassen. Ganz ehrlich, ich will da nicht wühlen. Vermutlich da oben sein Uhu. Ja. Alter, wenn ihr pisst. Alter, das ist richtig räudig. Und deswegen hat Dominik hier damals fast gekotzt. Und deswegen hat Dominik gesagt, er geht hier nie wieder rein. Tja, da waren wir eben gerade drin gewesen. Boah, der Boden ist ja aber wirklich weich, ne? So, wollen wir jetzt in den schlimmen Abteil oder erstmal in den guten Abteil? Rechts. Also da, wo er jetzt hingeht, da ist der gute. Du willst doch die Scheiße wieder sehen. Und hier war damals auf jeden Fall die Höhe gewesen, wo wir Spritzen und Kuh gefunden hatten. Die Kippen gesammelt und hat den Tabak ausgemacht. Ja, ja. Das denke ich irgendwie auch. So, boah, die restlichen Schimmel weggerucht. Entladung sieht jetzt nicht rüber, dann nehme ich Julian und ja. Jo. Warum liegen da auf dem Weser? Ich wollte gerade sagen, warum sind da so viele Schrauben? Dann muss ich mal nachholen. Ich wollte gerade sagen, da war kurz abgekocht, immer mit Feuerzeug. Aha! Okay, der ist gar nicht mehr so schlimm. Weil hier war damals auch, die Couch war auch hier gewesen, das weiß ich. Und dann hat hier vorne hat irgendeiner geschlafen und dann war hier alles komplett voll geschissen. Wo ich mir denke, so, Alter, warum machst du sowas? Und der hat sich das hier sogar abgedämmt. Das haben sie dann wahrscheinlich alles weggemacht, damit sie hier wieder pennen konnten. Ja, ich weiß es nicht. Aber ehrlich, würdest du, selbst wenn du obdachlos bist, auf so ein Ding hier pennen? Wow. Ja, ganz ehrlich, da gibt es so viele Möglichkeiten. Weicher als. Ja, aber da kannst du auch irgendwo in eine Stadt hingehen, da gibt es so viele Retter. Ja, wenn die da rausfliegen, weil sie getroffen sind, dann ist der Scheiße geworden und drin. Ja, gut, aber wenn du jetzt obdachlos bist, du bist ja ein Kinder, der jetzt hier fixt und säuft und macht und tut. Da bringe ich mir meine Axt und gehe in den Wald. Ja. Da brauche ich mir ein richtig geiles Haus. Ein Grubenhaus. Also so ein Grubenklo. Ne? Siegergrube oder so. Wo ist die Badezimmer bei denen hier? Sieht nicht, aber das ist das, das muss die Küche gewesen sein, weil hier ist der Fliesenspiegel. So Leute, dann gehen wir mal nach oben. Hier haben wir wieder das obligatorische Bad im Treppenaufgang, Treppenflur. So, jetzt pass auf, das ist mir eigentlich das Highlight an der ganzen Geschichte. Hier hat damals eine Frau gehaust. Aber hier ist auch schon wieder diese Geschenkeabteilung ist weg. Also die war schon wieder in der Zeit, war die hier gewesen. Weil du siehst nämlich die Schuhe, die Trinken und Co. und bla und sonst irgendwas, die hat hier auch irgendwelche Kamerascheiße geklaut. Und die hat hier nämlich Süßigkeiten gehabt. Die hat hier gelebt. Da hat sie nämlich ein Fenster mit Licht gehabt. Hier war sie aber so an sich geschützt und safe. Die konnte das Fenster zumachen, dass sie keinen Zug kriegt. Und die war nämlich nicht doof. Die über ihre Waffen gehabt, behalte die. Genau. Die hat die Tür nämlich so präpariert, mit dem Dämmscheiße hier. Okay. Und dann hat die hier diese Messerscheiße gehabt. Wo? Hier. Ja. Konnte das hier alles schön abkabeln. Und die hat hier zwischendurch, hat die irgendwo immer Fallen aufgebaut. Du siehst hier immer überall irgendwo so ein bisschen, wenn du genau hinguckst, wo die ihre Waffen hat und alles. Dann hast du da oben hast du noch so ein Stück Strippe oder irgendwas, dass du die Tür zuklemmen konntest. Die war nicht doof. Die war halt da. Echt, überlegt. So, und hier musst du bloß aufpassen, weil hier ist nämlich hier alles schön durch die Fenster und alles durchgefallen. Und das ist das, was nämlich runtersifft. Ja, da los geht's.
Ja, ja, mal ein legales Lost Place. Legal. Hier ist auch mal was Feines, ne? Ja, da waren ja auch wieder legal. Oh. Wie gesagt, Dachboden ist ja sowieso immer so mein Highlight, ne? Oh, hier kommt schon alles runter. Ich glaube, hier waren doch Sessel gewesen, ne? Seid doch, kicket ihr an, Alter, was sind Chefsessel? Von den Ratten zerfressen. Aber schönes Ding, schönes Ding. Was, nee, das ist der Trabi. Der ist geil, der Trabi. Och du Scheiße, sitzt hoch. Oh, fick dich. Ich hasse das. Oh nee. Geht doch. Nee, ich habe Höhenangst wie Hulle. Oh, jetzt wurde mir aber wirklich gerade schwindig. Ja. Oh, Alter, das fühlt sich mal an, so jetzt würde irgendjemand meine Augen eindrücken. Das geht ja nicht. Genau. Das war diese Olli-Schinks-Tüte. Und da sind, war Kinderüberraschungszeug drin gewesen. Kinderüberraschungszeug? Also hier, wisst ihr, Kinderschokolade und so Scheiß. Mhm. War damals zumindest, das war schon ein paar Jahre her. Nee, ich denke mal bestimmt, die wird sich schick gemacht haben, denn zu Mutti und Papi, zu Weihnachten oder irgendwas, und dann hat sie die mitgekriegt. Dann wieder ab hier rein in der Kaschimme, keiner wusste, wo sie ist. Ja, hat sie eigentlich. Das also, ist ja, ist im Sommer zwar ein bisschen warm, aber. Das ist ein Penthouse. Im Winter ein bisschen kühl. Nachtwegs nicht, ne? Ja, außer im Winter. Gut. So, Freundin der Sonne, wir werden jetzt mal wieder nach unten watscheln. Ja, ein paar Etagen vor uns. Wir werden dann mal rausgehen und dann werden wir mal draußen noch mal ein bisschen begutachten und dann zeigen wir euch mal, was da mal draußen ist. Bis gleich! So Leute, wir sind jetzt da draußen angekommen wieder, runtergekommen. Die ganze Gebäude ist runtergekommen. Wir werden jetzt mal draußen nach dem Trabi gucken. Den kennt ihr theoretischerweise alle aus unserem Intro. Da sitzt Dominik nämlich drin. Weil wir damals auch schon die Genehmigung hatten. Und ja, hier auch schon mal drauf fahren. Aber wie gesagt, jetzt ist alles abgeholzt. Schön, ich kraxel hier den Berg hier hoch und da ist eine Treppe. Kannst du dir nächstes Mal vorher was sagen? Ja, toll. Naja, dann gehen wir halt mal ohne Treppe. Wie gesagt, ich bin jetzt hier am Trabi angekommen. Ich drehe euch mal um. Ja, bis gleich. So, hier ist. Und dann? Mach doch. Können du Auto kaufen? Hat alles. Cabrio. Feuersteinantrieb. Ja, aber du, der Boden, der ist, der sieht doch gut aus. Der ist noch nie durch, du. Ja? Wie heißt der? Urban Brothers. Lass ein Abo da. Die anderen, beim letzten Video, guck mal unten drunter, die sind verlinkt. Danke dir. Läuft. Wir können ja wegpiepen. Ich sag ja, weg, mal wegpiepen. Also du hast jetzt hier wirklich bloß nach vorne, da hast du jetzt noch ein bisschen Kleinscheiß hier von irgendwelchen Autos. Dann hast du hier unten hast du noch so ein bisschen Sitze und so ein Scheiß. Und drinnen unten im Keller hast du ja noch ein bisschen Trabi-Teile hier. Kotflügel und Rusthänger vorne und das war's. Mehr ist ja nicht mehr. Es sei denn, hier wurde noch schon alles komplett umgeräumt. Ja, ansonsten schön Trabi hier. Bisschen ausdengeln. Oh, du hast sogar noch die Cockpit-Anzeige vorne drin. Ist auch noch hier. So ist nicht. Ja. Der wäre das für dich, ne? Wäre zu viel. Wäre zu groß der Kaffee. Nee, für euch bitte nicht. Nee, für mich wäre perfekt. Ich würde mir da zwei Kanner hinstellen und dann. Jo, warte. Grüße meine Faust. Passt. Ja, alles passt. Klar. Nee, nee. Läuft. Warte mal, ich muss mal Mikrofon machen. Ich weiß, ja. So. Quatsch. Okay, wir lassen sie quatschen. Gut, besten Grüße gehen raus an die, die da drüben da wohnen. Da super, Daumen hoch und wisst ja, Abo da lassen. Auch für die anderen. Ansonsten viel Spaß beim nächsten Video. 14 Tage später, die Jungs und Mädels und Co. Alles. Wir machen es, wie wir können. Ja. Ja, ihr. Ja. wir sehen uns. Ich wünsche euch viel Spaß und Daumen hoch und Abo. Und ihr wisst ja, habt euch lieb. Tschüss.